Ich habe kein Problem damit, mein Zuhause zu verteidigen. Aber du siehst auf jeden Fall nicht wie die Spacer aus, die ich so kenne. Warte mal kurz. Du hast einen Notruf gehört und bist den ganzen Weg hierher geflogen? Ist das so ein Priester- oder guter Samariter-Ding? Ich dachte, Leute wie dich gibt's gar nicht. Aber ich habe jede Menge Probleme und bin bereit, für die Hilfe zu bezahlen. Vernünftig. Liz hat 4 Familien geholfen, sich in diesem System anzusiedeln. Wenn alles gut lief, waren wir vielleicht mal einer Meinung. Aber glaub mir, gerade läuft es nicht gut. Die Spacer-Angriffe werden immer schlimmer. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir erledigt sind. Außer natürlich, du hilfst ein paar fleißigen und sturköpfigen Siedlern. Die Liga der selbstbestimmten Siedler. Naive Trottel, die Kolonisten in unabhängigem Raum ansiedeln wollen. Das Versprechen ist Freiheit. Wahre Freiheit. Wenn man die Spacer und Piraten in den besiedelten Systemen abwehren kann. Die Wens und Benders sind Farmer, wie ich. Jacqueline Lemaire und ihre Tochter haben eine Mining-Firma, mit der sie groß rauskommen wollen. Ich habe versucht, die anderen zur Zusammenarbeit zu bewegen. Aber zu Liz geht man nur, wenn man eine gehörige Portion Eigensinn hat. Ach, wusste ich nicht. Die Spacer haben die Liz-Satelliten ausgeschaltet. Also können wir nicht mal miteinander reden. Isolieren und eliminieren. Der Klassiker. Wenn du den Lopez-Satelliten reparierst, öffne ich einen gesicherten Kanal, dann verschaffen wir uns einen Überblick und nehmen alle Satelliten wieder in Betrieb. Vielleicht lasse ich mich einfach nur mitreißen, aber ich bin endlich mal optimistisch. Danke. Und wohin jetzt? Hallöchen. Wie ist es dir ergangen? Satelliten. Du hörst mich, oder? Hallo? Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Es wird ein bisschen dauern, sich damit zu beschäftigen. Du willst nicht zufällig mit Hydrokulturen arbeiten?
Irgendwie hat darauf niemand Lust. Wenn die anderen Satelliten repariert sind, öffne ich einen Kanal zu den Familien.
nicht das Ende. Es könnte noch mehr Arbeit geben. Charmant wie eh und je. Also, ich bin mir sicher, dass die Spacer die Wens haben. Ich krieg keinen Kontakt. Alle? Meine Güte. Scheiße. Das waren gute Leute. Und sie sind grundlos gestorben. Weil wir uns nicht am Riemen reißen konnten. Musst gerade du sagen. Du hast mich immer wieder reingelegt, Alban. Die Spacer bedrohen uns alle, Jackie. Und das ist der springende Punkt. Wir müssen vergangene Fehler hinter uns lassen. Was ich vorschlage, ist ein Verteidigungspakt. Sonst nichts. Jeder steuert Schiffe, Männer, Materialien und was weiß ich nicht bei, um uns alle zu beschützen. Dir würde ich nicht mal eine Unze Helium 3 geben, wenn mein Leben davon abhinge. Das Problem ist, das tut es. Wir müssen alle mal runterkommen. Können wir reden? Also, du hast ehrliche Arbeit geleistet und verdienst dafür einen ehrlichen Lohn. Hier, das kommt von Herzen. Aber du solltest wissen, was jetzt kommt. Wir sind keine Soldaten. Und ich schäme mich nicht zu sagen, wir sind überfordert. Ich bezahle noch viel mehr, wenn du uns hilfst, die Spacer für immer zu vertreiben und unsere Anstrengungen koordinierst. Alles klar. Wir sind keine wehrlosen Kinder. Jede Familie hat Schiffe und harte Leute, die sich in einem Feuergefecht behaupten können. Aber das Grundproblem ist, ich gebe es oft zu, selbst verschuldet. Meine Familie war zuerst hier. Und als die anderen kamen, habe ich es vielleicht nicht allzu gut aufgenommen. Kann sein, dass ich den einen oder anderen Credit auf ihre Kosten gemacht habe. Besonders Lemaire hat mir das nicht verziehen. Aber jetzt brauchen wir die Lemaires und die Bandas. Ich bin nicht stolz darauf, aber das war am Anfang mein System. Dann kam Jackie hier reingeschneit und das fand ich nicht so toll. Aber das ist Geschichte. Wir müssen uns weiterentwickeln, sonst sind wir Spacerfutter. Bei Jackie wäre ich mir nicht so sicher. Aber die Bänder sind gute Leute. Hoffentlich. Wir müssen ab jetzt zusammenarbeiten. Wir brauchen einen Verteidigungspakt. Rede als unser neuer Söldner-Commander bitte mit Bander und Lemaire. Besonders Lemaire könnten wir gebrauchen. Ihre Familie hat mit Abstand die meisten Schiffe und Leute. Aber falls das nichts wird, schaffen Bander und ich das auch. Damit du es weißt, Alban ist ein Betrüger und Dieb. Sich mit solchen Leuten abzugeben, lässt dich nicht gut dastehen. Du Glückspilz. Also, es sieht folgendermaßen aus. Meine Crew dürfte auch allein gegen die Spacer bestehen können. Wenn wir uns zusammentun, trage ich das meiste bei und habe das meiste zu verlieren.
Am klügsten für mich wäre es, wenn die Lemaires sich zurückziehen und den Sturm abwarten. Ich bin zwar keine Militärexpertin, aber das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Die sind sowieso schon ein Problem. Das Finanzielle hatte ich noch gar nicht berücksichtigt. Naja, vielleicht hast du recht. Na gut, sag Alban, dass ich bereit bin, das mit dem Pakt auszuprobieren. Hallo, mit deinem Einsatz bei den Satelliten hast du uns einen großen Dienst erwiesen. Klar, du hast Geld dafür bekommen, aber viele würden nicht mal für die Liz arbeiten. Willst du über den Verteidigungspakt reden? Das dachte ich mir. Sich jetzt zusammenzutun, ergibt natürlich Sinn, das finde ich auch. Aber in Zukunft? Es ist kaum vorstellbar, dass Jackie und Alban zusammenarbeiten, ohne dass irgendwann einer von beiden ein Messer im Rücken hat. Wenn du meinst, die Benders schließen sich an. Wir haben ein funktionsfähiges Schiff und eins, das wir reparieren können. Viel ist es nicht, aber wenn du uns brauchst, sind wir da. Wir müssen zusammenstehen. So einfach ist das. Also, gilt der Verteidigungspakt? Spann mich nicht so auf die Folter! Jackie ist dabei? Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wie zum Teufel hast du das hingekriegt? Einfach nur mit Worten? Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Also, die Sensoren haben zwei Gruppen empfangen. Zweifellos unsere Spacer-Freunde. Wir haben nicht viele Schiffe, aber sie können dich begleiten. Du kannst sie auch in Reserve haben. Du solltest mehr als bei den Satelliten erwarten. Aber wie viel mehr? Von hier aus schwer zu sagen. Alles klar. Ich gebe Bescheid. Komm zu meiner Farm, wenn die Spacer erledigt sind. Ich glaube, ich weiß, wie wir die Spacer-Basis finden.
Schön, dass du wieder da bist. Bender, du schuldest mir 30 Credits. Du bist zäher als gedacht. Leicht verdientes Geld. Währenddessen habe ich mit Hilfe der Kommunikationssatelliten die Position der Spacer trianguliert. Wie bitte? Ich habe auch was auf dem Kasten. Also, die Spacer nutzen eine alte, verlassene Sternenstation als Basis. Es besteht die Möglichkeit, dass das eine Relaisstation ist, aber diese Spacer sind nicht unbedingt die hellsten Kerzen auf der Torte. Ich bin mir sicher, da haben sie sich verschanzt. Würde ich auch mal so sagen. Da sind auf jeden Fall eine Menge Spacer. Sowohl Schiffe als auch Männer auf der Station. Wir müssen dieses Geschwür aus unserem System herausschneiden. Und zwar ganz. Volle Zustimmung. Hast du vor dem Aufbruch noch ein paar Worte der Weisheit oder Inspiration? Vorsicht ist also angebracht. Alles klar. Wir müssen alles einsetzen, was wir haben. Es wird hierfür keine zweite Chance geben. Wir werden warten, bis du da bist. Kurz Zeit? Ich würde gern mit dir reden. Zum Angriff! Hey! Wir sind weg, schnell! Schwach!
immerhin eine gute Nachricht. Dabei.
Hab zum ersten Mal seit Monaten richtig durchgeatmet. Aber es ist dein Verdienst. Und es liegt an uns, das aufrechtzuerhalten. Für dich war das nur ein Job, was? Die anderen Familien und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Verglichen mit dem, was du sonst verdienst, sind das wahrscheinlich Almosen. Aber wir sind nur Farmer und Miner, die über die Runden kommen wollen. Ich... Halt jetzt lieber den Mund. Ich will nicht... Verdammt, ich... Ja, tief durchatmen. Wenn du mal in diesem System bist, komm vorbei. Wir werden dir einen unvergesslichen Empfang bereiten.